Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die gelbe Edition. Wir sind auf der Nuggetbrücke und müssen jetzt die nächste Gegnerin besiegen. Und das ist Nummer 4. Nein, ich werde noch nicht müde. Es ist eine Göre und jetzt werden wir sie besiegen. Sie hat ein Taubsi, okay. Wir haben ein Pikachu und machen das Taubsi einfach easygoing. One-Hit, würde ich mal sagen. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus, hm? Pikachu erreicht dann auch schon Level 20. Und versucht Slam zu erlernen. Okay. Was kann man denn dafür mal vergessen? Gar nichts. Ich behalte Slam. Ich mache Slam weg, meine ich. Aber jetzt kommt Nidoran weiblich, aber das machen wir natürlich auch easygoing fertig. Und zwar mit Donnershock. Sehr, sehr gut. Oh, Crit, das sieht nicht gut für uns aus. Ich rufe mal lieber Tauboga mit in den Kampf. Damit unser Pikachu jetzt hier nicht elendig verrecken muss. So, ein Hit noch, dann haben wir das Nidoran weiblich auch verloren. Besiegt, nicht verloren. Fail. Jetzt fangt schon wieder meine Sprachfails an hier. Mann. So, Pikachu erreicht kein Level und Tauboga auch nicht. Ich habe auch verloren. Oh. Naja, ich muss jetzt erstmal meine Pokémon wieder auffreshen hier. Damit wir das hier auch alles easygoing schaffen. Auf ins Pokécenter. Und jetzt heißt es wieder Pokémon heilen. Dass das immer so lange dauern muss. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Block nicht, Bruder Spast. So, auf geht's. So, ist der vorletzte. Ich bin Nummer 5. Ich mach dich fertig. Und danach haben wir die Nuggetbrücke erfolgreich geschafft. Los, Pfadfinder. Ein Mankey, hm? Das ist für uns doch überhaupt gar kein Problem. Mit Donnershock und dann hat sich die Sache hier. Karateschlag. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber sowas kann ich auch. Ja, Pikachu, das hat... Das war wohl zu viel des Guten. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Und zwar einen Nugget. Möchtest du auch Mitglied des Team Rocket werden? Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werde Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Oh yeah, und schon wieder hat Team Rocket ihre Finger im Spiel. Ein Rattan. Das kann nix. Da musst du mich erstmal treffen, du blödes Rattan, ne? Ach, mit Silberblick, da kannst du eh nicht viel anrichten. Wickel ging schon mal daneben, das ist schon mal gut. So, das sollte eigentlich reichen. Jetzt können wir es vernichten. Und Donnershock. Sehr nice.
Wehe, du bist vergiftet. Na also. So, das Rettern ist erfolgreich besiegt worden. Es holt Zubat in den Kampf und das bedeutet, wir machen einen Donnerschock und das Zubat ist einfach kaputt. Es ist einfach kaputt. What the f... Es hat überlebt. Nicht schlecht, aber jetzt ist es tot. Und zack, Zubat ist erledigt. Oh yeah. Team Rocket, wow, du bist gut. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte vom Hand vom Boss, keine Ahnung, irgendwas randommäßiges. TM45, ja ja. Naja, wir machen uns weiter auf den Weg zu Bill. Jetzt leveln wir mal ein bisschen Tauboga, weil unser Pikachu doch schon ziemlich niedergeschlagen ist. Ich komme gerade vom Mondberg, meine Pokémon sind in Bestform. Das musst du mir jetzt erstmal beweisen, Fettsack. Ein Macholo, da habe ich mir total das gute Pokémon ausgesucht hier. Los, Tauboga! Sandwirbel! Karateschlag mit einem Crit. Na, jetzt bringt dir dein Karateschlag nichts mehr, ha? So, jetzt hast du gleich gar keine Chance mehr hier gegen mich. So, Windstoß! Bam! Yeah, und noch ein. Drei Schläge brauchen wir, um das Macholo zu plätten. Oh, 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 oh. Oh, und dann macht er einen Crit, genau. Und wir erreichen Level 19 mit Tauboga. Einen Kleinstein. Nö, nö, Pokémon brauche ich nicht wechseln. Das mache ich jetzt auch so kaputt. Los, Windstoß! Ah, ja, das ist nicht sehr effektiv. Jetzt nimmt die Verteidigung noch mehr zu. Oh, oh, oh. Oh, das wird wieder so ein komplizierter Kampf hier, wo man... Er nimmt die ganze Zeit Verteidigung zu und ich muss die ganze Zeit Sandwirbel einsetzen. Damit es beim Angreifen nicht trifft. So. Jetzt können wir es versuchen zu plätten. Da Windstoß nicht so viel gezogen hat, setze ich einfach mal Ruckzuck-Keep ein. Oh, das kann ewig dauern, bis wir dieses Pokémon geplättet haben. Wie sieht's mit Windstoß aus? Ah, das zieht schon ein bisschen mehr. Oh, das kann wirklich sehr, sehr lange dauern, weil wir einfach überhaupt gar kein Pokémon haben, was gegen Stein sehr effektiv ist. Ich guck gleich mal da im Gras, vielleicht findet man da irgend so ein starkes Pokémon. Jetzt zieh ich das nur noch so wenig ab. Oh Mann. Es hat Max Out Verteidigung und ich zieh es jetzt permanent nur einem Damage, ey. Das wird echt ein Kampf, das wird richtige Qual, ey. Und ich habe wirklich kein gutes Pokémon dagegen. Das ist ja noch das Schlimme daran. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal den Pflanzen-Pokémon oder ein Wasser-Pokémon besorgen. Sonst wird das hier niemals. Guck dir das an, das ist doch nicht mehr normal. Ich zieh's permanent nur noch eins, ey. Los, Ruckzuck-Keep. Vielleicht zieht das ja doch ein bisschen mehr ab. Ja. Was ein dreckiger Kampf, ey. Was hat denn das für Verteidigungswerte? Meine Fresse. Oh. Der Kampf kann... Der zieht sich noch...
Noch länger geht's gar nicht, ey. Los, ruckzucki. Ich habe leider kein Pokémon, was irgendwie Heuler. Hier, Dingens da. Ruckzuck. Kack, Attacke da. Rutenschlag, genau. Was das kann, dass die Verteidigung gesenkt wird. Dann könnte man das jetzt anwenden und dann könnte man den ja auch gut besiegen. Ja, nice, einen Volltreffer. Wurde auch mal Zeit. Oh, immer 1, 1, 1. Das kann doch nicht sein. Oh, da habe ich ihn vielleicht 2 geschlagen. Jetzt haben wir auch noch dieses komische Rumgetüte hier. Los, Tauboga! Töte es! Ein Schlag noch, dann ist es tot! Ja! Meine Fresse, ey. Du hast gut gekämpft. Ja, das war ja auch Hardcore. So, und jetzt gucken wir erstmal, was hier für Pokémon in der Gegend rumlaufen. Block nicht, blödes Pikachu. Hoffentlich ist hier irgendwie ein nützliches Pokémon dabei. Perfekt, einen Knuffenser. Das krall ich mir erstmal. Sandwirbel! Da ist die Attacke, die wir brauchen. Bitte stirbt nicht sofort, bitte. Sehr gut. Die Attacke ist Müll. Und los, Pokéball! Ja, wir haben es gefangen. Ja, möchtest du Knuffenser einen Namen geben? Kann ich nicht, es hat sich keiner um Namen beworben. Dann, da da dann, da da dann, da da dann, 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 da dann. Es ist geschafft, wir haben ein Pflanzen-Pokémon. Endlich. Wir sind von der Quälerei mit Steins-Pokémon endlich befreit. Jetzt müssen wir das nur noch leveln. Meine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. So, auf geht's. Pokémon, Knuffenser! Es kann Rankenhieb und das da, okay. Dann, here we go! Dann wollen wir doch mal gucken, ob Knuffenser jetzt auch einen Trainer schon bekämpfen kann. Oder ob ich erst noch ein bisschen im Gras trainieren muss. Der da sieht mir aus wie ein Gesteinstrainer. Du möchtest zu Bill, aber erst kämpfen wir. Der hat ein Pokémon. Und es ist ein Onix. Onix setzt Tackle ein. Das ist sehr effektiv. Oh ja, das ist es. Oh, Klammergriff. Bitte überlebe das Knuffenser, bitte. Onix greift und greift weiter an. Jetzt müssen wir es heilen, weil sonst wird das nie was. Und es greift immer weiter an. Und immer weiter.
Ja, Kreideschrei. Und da ist das Onyx besiegt. Woo! Und erreicht Level 13. Und es erlernt Wickel. Woo! Sehr nice. Du hast viel Erfahrung. Ich hatte gerade nur Glück. Ich muss noch Fenster heilen hier. Jetzt kämpfen wir gegen den hier. Die Trainer, die dagegen kommen zum Üben hierher. Meine Fresse. Lesen ist auch nicht mehr meine Stärke. Teenager, zwei Pokémon. Einmal ein Ratzfratz. Los, Knochenfenser, Attacke! Boah. Rankenhieb. Guten Schlag, schlug fehl. Sehr gut. Und noch eine Attacke und dann haben wir es besiegt. Oh, Ruckzuckieb. Das könnte natürlich jetzt schön viel Damage ziehen. Ja, wusste ich's doch. Und da ist das Ratzfratz nun auch schon hin hier. Ja, ich möchte ein anderes Pokémon einsetzen. Und zwar Useless. Und jetzt wechseln wir das Pokémon. Und zwar zu Pikachu. Pika! Furienschlag. Ja, okay. Jetzt machen wir einen Donnerschock und dann ist das Habitat weg. Sehr nice. Useless erreicht Level 6. Geht doch. Du bist richtig gut. So, jetzt leveln wir mal ein bisschen Useless hier, hä? Na, was möchtest du, du Trainer? Ich habe in Orania City mit meinem Vater auf der MS Anne eine Party besucht. Oh, geil. Ein Pokémon hast du. Und es ist ein Phlegmon. Los, Useless. Tausche mit Pikachu. Pika, Konfusion. Naja, zieht ja wohl nicht so viel ab, ne? So geht das. Und nochmal. Und das Phlegmon ist besiegt. Und Useless erreicht Level 7. Und Pikachu kriegt auch noch ein paar EXP. Ich bin dir nicht böse. Na, bist du dir sicher? Und jetzt kommt der nächste. Hallo, mein Freund ist cool. Gyre möchte kämpfen. Setzt Nidoran männlich ein. Los, Useless. Ich wähle Pikachu. Doppelkick. Zweimal gehittet und Donnerschock. Doppelkick. Und ein Crit. Jetzt kommt Tauboga ins Spiel. Windstoß. Das sieht nicht gut aus für Nidoran männlich. Useless erhält EXP und möchte Nidoran weiblich einsetzen. Aber ich möchte noch Useless einsetzen. Los, Tauboga! Heuler, ja, schlug fehl. Und Windstoß. Gleich haben wir es geschafft. Gleich sind wir bei Bill angekommen. Aber erst muss ich noch einmal zurück zum Pokémon Center. Weil meine Pokémon doch schon alle ziemlich angeschlagen sind.
ein Volltreffer. Erreicht Level 8. Ich war nicht in Form. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier erst in der nächsten Folge wieder. In der Zwischenzeit gehe ich zum Pokémon Center. Also, bis dann und ciao.